Enchanté, liebes Publikum, liebe Damen und Herren, hier draußen an ihren Bildschirmen, dieses Brigitte Burberry, was ich schon sagt. Ja, herzlich willkommen in meinen eigenen vier Wänden. Mein Name ist Fiona Famous und ich mach's ganz knapp. Ich grüße Daphne Trajet, Brigitte Burberry, Wayne Gorgeous, Sandra Kitty Fierce, Kyrie Jackson, Kim Lee Kiss, Marcella Rockefeller und Shiva Schizophrena, dass ich das erstmal aus dem Pötten hab. So, jetzt können wir loslegen. Mein Grund, warum ich mich heute melde, ist einfach der. Ja, es gab schon länger kein Video von mir, außer das letzte Musikvideo. Ja, und von da habe ich mir gedacht, okay, ich krame ganz aktuell nur für euch in meinem Archiv, habe alle Boxen und Kanten und Ecken alle durchwühlt, nur das Beste und vom Besten in 16x9 für euch herauszufinden und zusammenzuschneiden. Habe mich natürlich mit meinen Wonderbra-Busen natürlich mal wieder an meinen Laptop gesetzt und habe das Beste vom Besten zusammengeschnitten. Ja, mal sehen, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, es mundet euch ein bisschen auf. Ich hoffe es zumindest, denn ja, das nächste Video wird noch etwas dauern, sozusagen. Ja, mal sehen. Werde demnächst auf jeden Fall wieder mehr präsent sein in der Öffentlichkeit, denn ich bin eine Lady des öffentlichen Lebens und das genießt man. Ja, von daher viel Spaß erstmal mit meinen lustigen Zusammenschnitten und Film ab. Und hier sehen wir Fiona Famous live beim Transeuregio-Treff NRW. Fiona. Ja, hallo, ich bin Fiona Famous. Du bist zum ersten Mal jetzt hier beim Transeuregio-Treff NRW. Ich bin noch ein bisschen, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich mich so verhalten soll und es ist alles noch ziemlich aufregend und mich gucken auch ganz viele Leute an. Dabei bin ich aber der Meinung, dass ich ziemlich unauffällig bin. Ja, es ist... Ich habe mich heute extra ein bisschen herausgearbeitet, habe gedacht, das ist was, das, was die Männerwelt so möchte. Aber geht es denn dabei wirklich um die Männerwelt? Weil du als transidente Person möchtest ja eigentlich nur deine fern von deiner, von der Gesellschaft zugeschriebenen geschlechtlichen Rolle leben. Es geht ja nicht dabei, um Männer anzulocken. Nein, oder? Möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte mich so ausleben, wie ich möchte oder wie ich mich gerne darstellen möchte. Aber ich fühle mich noch so ein bisschen... unsicher. Ich weiß noch nicht so ganz und die gucken mich alle mal so und ja. Aber ich finde es ganz, ganz mutig, liebe Fiona, dass du dich das getraut hast, weil ich meine, gut bürgerlich ist was anderes. Ja, das ist... Ich hatte ja um gut bürgerliche Kleidung gebeten, so wie ich sie auch trage. Ja, ich habe gedacht, heute zum Fußball-Event wollte ich einfach mal meine Bälle ein bisschen zeigen. Was dabei rausgekommen ist, seht ihr ja ganz gut. Fiona. Ja. Was ist denn dein Traumjob? Was möchtest du denn machen beruflich? Mein Traumjob, oje. Ich würde gerne Bardame sein oder Kellnerin sein in einem Lesben-Fist-Club. Das war schon immer so mein Wunsch, denn ich finde, Lesben sind sowas ganz Tolles Erotisches. Und Erotisches. Sie haben alle Brüste und Vaginas und das möchte ich ja auch alles haben. Und so in diesem Fist-Club sagen ja viele, ja, ist ja sehr ungewöhnlich und Fisting. Aber ich finde es sehr interessant, wie breit eigentlich eine Frau untenrum ausgedehnt werden kann und was da so alles reinpasst. Ja, es ist alles sehr aufregend und ich hoffe ja mal, dass ich da einen Job finden werde. Ja, Fiona, da danken wir dir erstmal für deine ehrlichen Worte. Was versprichst du dir heute von dem Abend? Ich verspreche mir von diesem Abend, dass ich schon ein bisschen offener werde und dass ich mich mehr untenrum oder dass ich mich mehr zeigen kann und ich hoffe, dass mich die Menschen auch akzeptieren und mögen. Das ist ja schon ab und zu mal sehr gruselig, weil die mich alle so angucken. Mhm. Ja, aber von dem heutigen Abend, ich verspreche mir einfach, dass es ein schöner Abend wird. Das macht mir alles so Angst hier. Ja, liebe Fiona, da danken wir dir für das Interview, das war sehr schön. Ja, das war's auch schon. Moment. Das gehört einfach zum Trans-Euregio-Treff NRW dazu, dass man mal die Aschenbecher und die Gläser filmt und die Handtaschen. Tschüss. Ja, da ist er ganz aufgeregt. Ja, das war's auch schon wieder von dem Trans-Euregio-Treff NRW im Juni 2010. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächsten Monat wieder und ihr habt jetzt gesehen, waren jetzt noch nicht so viele Teilnehmer des Trans-Euregio-Treffs NRW. Wir würden uns freuen, wenn da mehr kommt, wenn da mal mehr Zuspruch kommt und ja. Und ich hoffe ja,
ich möchte noch was sagen. Ich hoffe, dass da mehr wirklich mehr kommen und ich hoffe auch Lesbierinnen. Und ja, das ist alles total toll und aufregend. Bye, bye. Hallo und herzlich willkommen hier mit Fiona Famous. Wir sind jetzt kurz vor der Party und bin ich noch kurz vorbeigeschlichen in der Sexualtherapie hier bei mir. Hier sind meine Teilnehmer übrigens. Hinter dir auch. Nein. Unser heutiges Thema ist Brustvergrößerung und Schamlippenbeschneidung. Meine Teilnehmer sind noch nicht so redebedürftig, aber ich glaube nachher, nach ein, zwei Säckchen, wird es denn auch besser werden, denn die eine oder andere hat wesentlich mehr Fragen zum Thema Schamlippenbeschneidung, denn nach 2 Kilo Vormöse wird es sehr schwer, noch Sexualpraktiken auszuführen. Mara Weiske kommt leider etwas später, die hat mich schon angerufen, die kommt nachher. Die möchte sich die Brüste verkleinern lassen auf minus 0. Und Tyra Little Jackson kommt nachher natürlich auch, die hat mir fest zugesagt, und möchte sich ihre Schamlippen vergrößern lassen. Am Stammtisch von, das Thema lassen wir jetzt besser. Ist egal, ist nicht nennenswert. Transgender-Stammtisch, wie weiß, wie es heißt. Trans-Euregio-Treff. Die möchten vielleicht, die kommen vielleicht bei der nächsten Sitzung vorbei. War nicht Farah letzte Woche schon da? Ja, Farah war letzte Woche da und hat angefragt, wie es denn aussah mit Reiskissenimplantate unter der Haut. Ich sagte, nee, es geht leider nicht, denn wenn man so die Nippel so dreht und richtig heiß macht, dann springen die Brüste noch mehr auf wie so Popcorn. Wäre natürlich nicht so praktisch, aber ja. Ja. Es geht gleich weiter. Es geht gleich weiter auf jeden Fall. Wir gehen nachher noch in die Kölner City, in die Mumu, was trinken, wo die Teilnehmer leider nicht mit können, denn sie müssen sich noch mit ihrem Thema selbst finden und auseinandersetzen. Sag einfach bis nachher. Viel Spaß bis dahin. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Mein Name ist Fiona Famous. Ihr draußen, ihr kennt mich ja bereits. Viele lieben mich, auch viele hassen mich. Aber das ist ja erstmal zweitens. Warum ich heute sitze, ist, weil es ist mal wieder der Samstagabend und Sebastian und ich freuen uns schon sehr, sehr, sehr darauf, denn heute geht's wieder in das Venue. Heute ist was ganz Besonderes, nicht nur die Gay Games sind in Köln, sondern leider Gottes auch ein etwas trauriger Anlass, denn wir feiern den Abschied von Shirley Sugar, eine liebe Freundin und Kollegin, verlässt uns leider, leider, leider. Zeitgleich wird heute Abend, was natürlich jeden brennend interessiert, was wird heute getan und wer wird vor allem der Nachfolger von Shirley Sugar? Ja, wir wissen es nicht, wir lassen uns natürlich überraschen und ich werde euch natürlich live vor Ort erzählen, wer der neue Nachfolger wird. Ja, ansonsten, partytechnisch so mein Outfit, wie zu den Gay Games, richtig gut passend. Heute mal tschakka 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 tschakka, heute als Boxenluder im sexy Rennoutfit. Ja, ich freue mich auch ganz dolle, meine beste Freundin Daphne Dragé wiederzusehen. Natürlich sind auch sehr, sehr, sehr liebe, liebe Kolleginnen und Freundinnen dabei wie Kimberly Kiss, Lillian Lipstick, Veronica Valentine. Alles, was das Volk so darbietet. Es wird heute ein richtig schöner Tranny-Abend. Es wird voll, es wird heiß. Ja. Es wird sehr, sehr schwitzig wahrscheinlich werden und ich hoffe ja sehr, dass heute nicht so viele Tranny-Lovers hier sind, denn letztes Mal war es echt sehr anstrengend. Und ja, Sebastian guckt schon sehr, er hat es ja auch live mitbekommen und es war wirklich anstrengend. Man wusste gar nicht, wo man noch hintreten sollte, ohne dass man hier verfolgt wird. Aber es ist ja kein Wunder, wenn man so hübsch aussieht. Ja, ansonsten werden wir nachher noch, bevor es ins Venue geht, noch etwas, die Gay Games genießen, das ist fast der letzte Tag und heute wird noch in der Scharfenstraße gefeiert.
Da ist noch ein Festchen. Und vor allem in der Kettengasse, da ist auch was ganz Besonderes los. Die Kettengasse feiert nämlich auch die Gay Games. Da wird man ein bisschen Besuch abstarten. Und ja, das hat mich jetzt sehr verunsichert, weil es war ein komisches Geräusch von Sebastians Computer. Lass uns aber nicht weiter beunruhigen. Sebastian steht immer einfach auf Schafe und Wolle. Ja, gut. Macht es dann gut. Ich berichte natürlich live von den Game Games natürlich. Und macht's gut. Eure Fiona Famous. Bis nachher. Ja, so ihr Lieben, ich habe euch ja versprochen, wir berichten hier mal live von der Kettengasse, damit ihr auch nicht gehen kann. Es ist sehr, sehr schwul hier, also mit den Lametta-Fäden. Ja, ansonsten ist hier super geile Stimmung, es ist voll. Marcella Rockefeller habe ich auch schon getroffen, getalkt. Die muss jetzt noch nach Hürth, hat noch einen Auftritt. Ja, und kommt dann natürlich auch auf den Podcast, wie unser Sven. Ich kann mich auf die perfekt meine Fiona nicht alleine lassen. Eben. Irgendeinen Geleitschutz brauche ich ja irgendwie, ne? Wir werden heute noch das Haus rocken. Ja, lass uns auch ein bisschen bestaunen von den ganzen Leuten und lass uns auch ein bisschen von den Impressionen hier beeindrucken. Ja, ich melde mich nachher zurück, wenn wir dann vor der Mumu sind. Ciao. Ja, wir befinden uns jetzt hier mitten in der Menge. In der Schafenstraße direkt über Segern vor der Mumu. Wir können eigentlich gerade Weihnachtslieder singen, denn wie es hinter mir gerade schneit. Das macht die Atmosphäre ein bisschen ja, fluffiger, würde ich sagen. Passt ja zum schwulen Milieu hier oder Klientel hier, was ja so rumfleucht. Man kann ja das, ja, wie soll man sagen, von klein bis groß, von dick bis dünn, muskulös, man kann ja alles haben. Wir wurden gerade von einer jungen Dame und ihrem Freund interviewt. Die kommen aus Wuppertal. Aus Wuppertal, oder? Kommen die aus Wuppertal? Ja, aus Marburg. Aus Marburg. Wuppertal war vorhin. Ja, aus Marburg. Und sind mit ihrem Schülerausweis sind sie hergereist nach Köln, um etwas die Kölner Szene näher kennenzulernen. Ja. Es ist wirklich hier viel los, aber leider leidet die Stimmung etwas darunter, weil hier die Musik nicht so laut aufgedreht werden darf. Wir in der Kettengasse ist es echt schade, aber wenn man Musik haben will, ja, man möchte auch mal Sven filmen, er hat sich gerade etwas bekleckert. Man möchte mich jetzt nicht filmen, aber ich danke dir, Fiona, für diese Aufmerksamkeit. Ja, ich habe gesabbert, weil du toll aussiehst. Ja. Das muss einfach sein. Er sabbert schon wegen mir, aber es tut seiner Schönheit keinen Abbruch. Also von daher, er kann irgendwann das T-Shirt auch ausziehen, dann kommt die wahre Pracht zu Geltung. Ja, es ist gleich kurz vor, ja, kurz vor 11, würde ich sagen. Wir werden dann ins Venue machen und da noch ein bisschen weiter feiern. Ja. Nochmal herzliche Grüße an alle. Ich melde mich natürlich wieder mal zurück, wenn wir im Venue sind. Macht's ein bisschen gut. Euer Fiona Famous. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Es war, wie gesagt, nur ein kleiner Ausschnitt, aber das war noch mein Filmrepertoire, was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Von daher wünsche ich euch jetzt einen schönen Nachmittag, schönen Abend, schönen Tag allgemein. Ich weiß noch nicht, wie spät es gerade ist. Ja, und von daher macht's gut. Wir sehen uns bis zur nächsten Party. Ich hoffe, dann feiert ihr alle schön dolle mit. Und von daher macht's gut. Au revoir. Eure Fiona Famous.